Welche Genossenschaften gibt es? In Südtirol gibt es mehr als 1000 Genossenschaften mit über 160.000 Mitgliedern. Jede dritte Südtirolerin, jeder dritte Südtiroler ist Mitglied einer Genossenschaft. Genossenschaften sind in nahezu allen Bereichen und Branchen zu finden und bieten über 15.000 Menschen einen sicheren Arbeitsplatz. Mit knapp 10% der Wirtschaftsleistung stellen sie eine wichtige wirtschaftliche, soziale und kulturelle Säule der Gesellschaft dar. Genossenschaften lassen sich in folgende Arten unterteilen. Kreditgenossenschaften. Kreditgenossenschaften bieten ihren Mitgliedern die Möglichkeit, Gelder zu günstigen Konditionen anzulegen oder zu leihen und sonstige Finanzdienstleistungen. Produktions- und Arbeitergenossenschaften. Das Mitglied einer Arbeitergenossenschaft ist Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einer Person, da die Genossenschaft ihm gehört und er darin arbeitet. Diese Genossenschaften bieten ihren Mitgliedern eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive unter günstigen Rahmenbedingungen. Landwirtschaftliche Genossenschaften. Landwirtschaftliche Genossenschaften lagern, bearbeiten und verarbeiten, verwerten und vermarkten landwirtschaftliche Erzeugnisse ihrer Mitglieder. Es gibt auch Landarbeitergenossenschaften und landwirtschaftliche Konsortien. Konsumgenossenschaften. Konsumgenossenschaften werden gegründet, um zugekaufte Waren zu möglichst günstigen Konditionen, meist im Lebensmittelhandel bzw. im Energiebereich, zu verkaufen. Sozialgenossenschaften. Sozialgenossenschaften nehmen im Interesse der Allgemeinheit soziale Dienstleistungen wahr oder helfen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen ins Arbeitsleben zu integrieren. Wohnbaugenossenschaften. Wohnbaugenossenschaften werden gegründet, um Wohnungen oder Häuser zu bauen, die für ihre Mitglieder finanziell erschwinglich sind. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden Wohnbaugenossenschaften aufgelöst. Genossenschaftskonsortien. Diese bestehen aus mehreren Genossenschaften und Unternehmen, die eine gemeinsame Organisationsstruktur errichten und ihre Ziele gemeinsam verfolgen. Welche Institutionen unterstützen die Genossenschaften in Südtirol? Es gibt in Südtirol folgende anerkannte Genossenschaftsverbände, die die Interessen ihrer Mitglieder vertreten: der Raiffeisenverband Südtirol, der Bund der Genossenschaften, die Cooperazione Autonoma Dolomiti, die Associazione Generale Cooperative Italiane, kurz AGG Alto Adige Südtirol. Das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens führt das Genossenschaftsregister, in dem alle Genossenschaften eingetragen werden müssen, und hat eine wichtige Aufsichtsfunktion. Es vergibt Beiträge, wodurch Initiativen zur Förderung und Entwicklung des Genossenschaftswesens unterstützt werden.